Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Und bei uns zu Gast ist jetzt Peter Westenthaler, langjähriger FPÖ-Klubobmann und ein Kenner, muss man sagen, eigentlich aller handelnden Personen und im Speziellen auch der FPÖ. Herr Westenthaler, was ist denn da los bei der FPÖ? Als Außenstehender kennt man sich ja eigentlich gar nicht mehr aus, als Innenstehender wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr. Aber jetzt totales Chaos, versuchen wir es kurz zusammenzufassen. Gestern hat der Wiener Landesparteivorstand gesagt, Philippa Strache bekommt derzeit, auch ein bisschen eine komische Formulierung, kein Nationalratsmandat. Heute heißt es jetzt wieder aber, sie kriegt vielleicht doch eins, allerdings nicht von der FPÖ, sondern weil Harald Stephan, der ursprünglich auf sein Mandat verzichten hätte sollen, dieses Mandat, dieses Landesmandat anscheinend jetzt doch angenommen hat. Chaos pur. Wie sehen Sie das, ja, als Kenner der FPÖ? Blicken Sie da noch durch? Nein. Das schaut man im Moment nach einem Selbstfindungsseminar aus, das da stattfindet, wo irgendwie keine richtige Linie zu erkennen ist und wo verschiedenste Gruppen offensichtlich innerhalb der FPÖ hier diverseste Linien und Ansprüche vertreten. Ich bin da, muss aber dazu sagen, nicht eingeweiht. Das heißt, ich kenne die näheren Diskussionen internen nicht. Ich kann nur spekulieren. Ich kann es nur von außen beobachten. Und was ich von außen beobachte, ist eine Kommunikation, die ungenügend und unzureichend ist. So geht das nicht. So kann man nicht kommunizieren. Denn immerhin geht es ja hier um Mandate, die der Wähler vergangenen Sonntag verteilt hat. Und da fehlt im Moment ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Ich glaube, da muss sich die FPÖ sehr rasch finden. Und ich glaube, jetzt hat der Parteichef hier Handlungsbedarf. Der muss da jetzt für Ordnung sorgen. Denn am Ende hat er ja das Durchgriffsrecht auf Seiten Parteitag. Und wenn das jetzt so weiterläuft, dass man nicht genau weiß, was passiert und an einem Tag kurz ist man da, am anderen nicht, dann läuft man halt Gefahr, dass man überhaupt da an Glaubwürdigkeit verliert. Und man darf ja nicht vergessen, das sollte ja jeder Funktionsträger auch innerhalb der FPÖ schon langsam auch noch wissen, es ist ja nach der Wahl vor der Wahl. Wir haben am Sonntag die Landtagswahl in Vorarlberg. Und wir haben die bedeutende Wahl in der Steiermark am 24. November. Also da muss jetzt einmal ein Machtwort gesprochen werden. Was ist jetzt, wo läuft das hin, damit nicht jeden Tag ein bereits gekauter Kaugummi wieder ausgepackt wird? Aber warum Ihrer Meinung nach beharrt die FPÖ-Bundespartei, hört man zumindest so darauf, dass Philippa Strache nicht ins Parlament einzieht? Weil jetzt ganz sozusagen pragmatisch betrachtet, das tut ja eigentlich keinem weh, ob die dort sitzt oder nicht. Ja, was macht es für einen Unterschied? Ich habe dafür keine Gründe, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe auch lange überlegt und komme nur zum Schluss, dass vielleicht die Funktionsträger, die darüber entscheiden, mehr Informationsstand haben als wir alle. Ich weiß das nicht. Vielleicht hat eine Innenrevision etwas anderes ergeben. Vielleicht, dass es nur Befindlichkeiten sind, kann ich mir nicht vorstellen. Denn, wie Sie richtig sagen, sie wurde am Ende gewählt auf diesem Listenplatz. Sie ist unbescholten, sie hat niemandem was zuleide getan. Ganz im Gegenteil, sie ist eine unglaublich erfrischende Persönlichkeit, geht sozusagen in eine Richtung bei einem Thema, das ist der Tierschutz. Sie ist eine sympathische Person. Warum man jetzt partout das Mandat nicht sozusagen heute zumindest, aber im heutigen Stand, man weiß ja nicht, wie das in den nächsten Tagen weitergeht, aber verwehrt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann das auch nicht kommentieren, verstehen tue ich es genauso wenig. Gibt es da Ihrer Meinung nach ein bisschen auch Parallelen damals mit der Lossagung der FPÖ von Jörg Haider oder ist das diesmal ein bisschen eine andere Situation? Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das war damals eine völlig andere Situation. Da steuerte alles auf einen Parteitag zu, der da diskutiert worden ist, wo es eine finale Auseinandersetzung hätte geben sollen. So hat zumindest die Geschichte im Nachhinein das erzählt. Ich war damals auch nicht dabei. Das ist jetzt anders. Jetzt legt einmal die FPÖ ihre Wunden und tut gut daran, sehr rasch Konsequenzen zu ziehen. Allerdings müssten das ja völlig andere Konsequenzen sein. Wie gesagt, wir haben Wahlen vor der Tür. Die FPÖ müsste jetzt sehr rasch, da müsste ein Ruck durch die Reihen gehen, dass man sehr rasch die
eine sozusagen Partei der gläsernen Kassen 2.0 macht, à la Haider in den 90er und in seinen Parteiobmann-Jahren, wo man sich neue Compliance-Regelungen gibt, wo man das erarbeitet, rasch beschließt und dann auch veröffentlicht, dass es solche Diskussionen über Spesen, über Doppelämter, über all diese Dinge, die die Wähler ja nicht nachvollziehen können, dass sowas in Zukunft gar nicht mehr möglich ist. Das wäre jetzt die Diskussion, die man auch innerparteilich führen müsste. Ich verstehe es nicht, dass man über Tage hindurch zuerst eine Diskussion führt über eine, mit Verlaub gesagt, profane Mitgliedschaft, denn sagen wir uns ehrlich, eine Parteimitgliedschaft, da gibt es 30.000 Mitglieder, glaube ich, in den anderen Parteien noch mehr. Das ist eine passive Angelegenheit, eine Mitgliedschaft, da weder eine Funktion noch sonst was. Okay, da hat man lange drüber diskutiert, da ist eine Entscheidung gefallen, eine Suspendierung, das kann man sagen, war noch relativ rasch, aber dass man jetzt sozusagen das in die Länge zieht, um die Diskussion, um ein Mandat, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Mhm. Sehen Sie da derzeit auch ein bisschen einen Richtungsstreit innerhalb der Partei eigentlich? Nein, da habe ich eigentlich nicht den Eindruck. Ich habe nicht den Eindruck, dass es innerhalb der Partei gegen Strache. So schaut mir das im Moment aus. Ich glaube, dass die Partei, sowohl die Wiener als auch die Bundespartei, eigentlich relativ geschlossen sind. Denn zumindest wurde das so erzählt und vermittelt, dass ja dieser Parteibeschluss ums Mandat der Frau Strache, ob man jetzt dafür ist oder dagegen, aber einhellig oder sogar einstimmig gefasst worden ist. Da hat man jetzt schon geglaubt, okay, das ist jetzt vorbei, es fiel eine Entscheidung, noch einmal, ob es gefällt oder nicht, mir gefällt das nicht. Ich hätte die Philippa Strache lieber im Parlament gesehen, weil sie eine erfrischende, ich habe das schon erzählt, Persönlichkeit ist und weil sie sehr kompetent ist. Aber okay, man hat sich dagegen entschieden und jetzt einen Tag nachher geht die Diskussion von vorne los, im Moment noch nicht bestätigt, aber dass offensichtlich hier irgendwas mit schon einem angenommenen Mandat passieren sein soll, naja, kommunikationstechnisch, um das sehr objektiv und sehr gelassen einmal zu kommentieren, optimal ist das alles nicht. Jetzt hat gestern der Andreas Mölzer hier im Studio bei mir gesagt, seiner Meinung nach war der große Fehler, dass man dem HC Strache damals nicht das EU-Mandat gegeben hat, weil dann wäre es gar nicht so weit gekommen, er hätte Ruhe gegeben, würde irgendwo in Brüssel sitzen und das Ganze sozusagen wäre ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden. War das eigentlich der entscheidende Fehler der FPÖ, dass man da damals so versucht hat, irgendwelche Deals mit ihm zu schließen, die dann nicht gehalten haben? Hast du einen Opa schicken nach Europa? Das trifft halt für den HC Strache offenbar noch nicht zu. Ich kann dazu nichts sagen. Ich war in diesen Gesprächen nicht eingebunden. Ich bin hier auch nur Medienkonsument. Und es hatte den Anschein, dass man sich damals darauf einigte, im Vorfeld der Nationalratswahl, dass HC Strache dieses Mandat nicht annimmt, aber im Gegenzug seine Frau, und zwar nicht in Form von Kompensation, sondern weil sie wirklich jemand ist, der etwas repräsentiert, weil sie eine Persönlichkeit ist, weil sie ein Thema hat, das sie betreuen kann. Seine Frau für den Nationalrat kandidiert, ich sehe da überhaupt auch nichts Verwerfliches, sondern im Gegenteil, es war ein guter Schachzug der FPÖ, denn sie hat ja auch gute Auftritte gehabt. Und jetzt soll das alles anders jedenfalls sein. Wie gesagt, da fehlt mir der Einblick, ich bin weder Funktionär noch Mitglied noch irgendwo da dabei. Aber die müssen sich rasch die Köpfe zusammenstecken und diese Kommunikation verbessern. Jetzt ist Menschlichkeit nicht unbedingt eine politische Kategorie, aber versuchen wir es zu einer zu machen. Ist es menschlich, Ihrer Meinung nach, unanständig, was die FPÖ da derzeit macht mit dem HC Strache? Der war doch mehr als ein Jahrzehnt Parteichef, hat diese Partei wieder neu aufgebaut, von 3%, wo er sie übernommen hat, bis in eine Regierung geführt und jetzt ist er plötzlich persona non grata. Das ist die Politik, wenn man so hart sagen will. Wenn man die Menschlichkeit und den Menschen außen vor lässt, Politik ist ein schmutziges, ein hartes, ein dreckiges Geschäft. Und zwar betrifft es jetzt nicht die FPÖ, sondern insgesamt die gesamte Politik. Die Menschlichkeit kommt da immer zu kurz und viele sollten sich vielleicht einmal im stillen Kämmerlein, wenn es nicht so hektisch ist, man muss das auch berücksichtigen, Wahlkampf sind hektische Zeiten und die Tage danach auch, dann einmal überlegen, ob alles, was man da so sagt und tut, vor allem was aus den Ländern kam, das hat mich am meisten überrascht, dass so viel offene Kritik aus den Ländern kam, das war völlig überflüssig meiner Meinung nach. Niemand hätte das gebraucht, ob das jetzt von Vorarlberg, Oberösterreich oder sonst wo kommt, dass man da noch nachtritt. Das ist im Fußball nicht gut, weil da wird man oft dann einmal als unfairer Spieler angesehen. Das ist auch in der Politik nicht gut. Es ging eh alles seinen Weg. Ich glaube, an dem Tag, wo Strache seinen Rückzug, und zwar ziemlich eindeutig, ohne Hintertürl eigentlich,
durchgeführt hat, hätte man es damit bewenden sollen. Das war ein glasklarer Schnitt. Und an dem Tag war eigentlich für mich das Thema beendet, und zwar von ihm. Dass man das jetzt sozusagen weiterzieht, jetzt, das war, glaube ich, wann war das, am Montag und jetzt haben wir Donnerstag. Also eine ganze Woche beschäftigen jetzt die Schlagzeilen die FPÖ, und das muss man leider sagen, aus Eigenverschulden. Und dann braucht es einen dringenden Kommunikator, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich an der Zeit, dass die Parteiführung da eingreift. Wie sehr schadet denn diese Diskussion Ihrer Meinung nach der FPÖ? Jede Unruhe ganz generell in einer Partei schadet. Gibt es den alten Satz, Streit wird nicht gewählt. Jetzt haben wir vorher festgestellt, ich sehe da jetzt keinen offenen Streit. Es ist keine offene Feldschlacht, wie das etwa im Vorfeld von Knittelfeld war. Ich sehe auch keinen, weil das ja immer die Frage ist, Knittelfeld 2.0, das wird es nicht geben. Da ist die FPÖ doch geschlossen und jetzt auch daran, die nächsten Wahlen vorzubereiten. Aber Unruhe ist schlecht. Unruhe ist schlecht, und immer dann, wenn Unruhe sogar vor der Wahl ist, dann potenziert sich das Schlechtsein. Und dann kann das natürlich auch auf eine Landtagswahl Auswirkungen haben. Und da müssen ja gerade die Steirer und die Vorarlberger eigentlich jetzt großes Interesse haben, dass diese Diskussion beendet wird. Sie wird aber nicht beendet. Es kommen jeden Tag neue In- und Outputs. Keine Meisterleistung an Kommunikation. Wer gibt in Ihrer Meinung nach in der Partei jetzt eigentlich den Ton an? Ist es der Norbert Hofer? Ist es der Herbert Kickl? Ist es der Manfred Heim-Buchner, der sich da jetzt auch immer mehr medial zumindest nach außen bemerkbar macht? Wer ist nun wirklich der eigentliche Chef da in dieser Partei? Also, wenn man die letzten Tage Revue passieren lässt, dann hat das Heft des Handelns die Wiener FPÖ im Moment in der Hand. Denn die haben gestern entschieden, die haben eine Sitzung, die haben das kommuniziert, mehr schlecht wie recht. Dort findet das im Moment alles statt, und das halte ich halt für ungenügend, sondern da muss jemand von der Führung das Heft in die Hand nehmen und sagen, so, wir haben jetzt eine Entscheidung, die wird so durchgeführt. Oder das halten Sie für ein bisschen komisch, dass sich dann niemand von der Bundesspitze derzeit äußert, weil man muss sagen, man hat ja wirklich seit 3-4 Tagen nichts gehört. Ja, das ist richtig. Und das außer Manfred Heim-Buchner, der mich auch, dass man das so dahin plätschern lässt, weil das nicht notwendig ist. Auch die Terminansetzungen, das muss alles ruckzuck gehen. Wenn man ein Problem zu lösen hat in einer Partei, das schwelt, das ein Schwelbrand ist und das natürlich schadet, dann muss man das innerhalb von 24 Stunden lösen und nicht erst Sitzungen anberaumen, die dann Tage danach stattfinden. Also das ist Krisenmanagement, lässt zu wünschen übrig, und ich hoffe, dass sich das bald einmal insofern beruhigt, dass jetzt endgültig eine Entscheidung getroffen wird, so oder so, und dass man dann zu einem anderen Thema übergeht, nämlich wie bringe ich die Partei wieder, Stichwort gläserne Parteikassen, dorthin, wo sie einmal war. Sie haben vorher kurz auch die Steiermark-Wahl angesprochen, Ende November. Was erwarten Sie denn da bei der FPÖ als Ergebnis? Die FPÖ war ja vor diesem ganzen Spesenskandal, muss man sagen, da sehr gut unterwegs in Umfragen, deutlich vor der SPÖ. Jetzt schaut das natürlich alles ganz anders aus. Ja, mit was rechnen Sie da? Sie kommt ja von einem noch höheren Niveau als bei der Nationalratswahl, muss man sagen. Sie hat ja bei der letzten Landtagswahl phänomenal gut abgeschnitten. Das war quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen von drei Parteien. Das heißt, die Ausgangssituation hier ist eine noch deutlich schwieriger. Und daher ist es jetzt dringend geraten, da für Frieden auf der Bundes- und der Wiener Landesebene zu sorgen, dass das nicht weiter bebt in Richtung Landtagswahl. Da ist jetzt nur ein bisschen Zeit, 7 Wochen bis zu dieser Landtagswahl. Die FPÖ ist dort in der Steiermark. Ich bin ja selber Wahlsteirer und habe dort einen Zweitwohnsitz und bin eigentlich ständig dort. Die FPÖ ist dort sehr, sehr gut organisatorisch und auch personell aufgestellt mit dem Spitzenkandidaten Kunosek, der Minister war und der auch eine dort sehr, sehr engagierte Rolle und eine sehr kompetente Rolle spielt, den man auch kennt, der einen Bekanntheitsgrad hat. Und ich glaube, dass eventuell dort bereits das Pendel in zumindest leicht wieder in die andere Richtung schlagen kann. Sie wissen ja, Politik ist ja ein Pendel. Das geht ja immer hin und her zwischen den Wahlen. So, und jetzt haben wir auch in der Steiermark bei der Nationalratswahl sehr viele freiheitliche Wähler ihre Leihstimmen verteilt, nämlich an die ÖVP von Sebastian Kurz und einige in den Nichtwählerbereich, und haben den Ballerwatsch jetzt miterlebt, der da rauskommt, nämlich liegt auf der Hand eine türkis-grüne Regierung. Das will kein freiheitlicher Wähler. Und das könnte sein, wenn es die FPÖ in der Steiermark geschickt anlegt, davor jetzt noch deutlicher zu warnen, dass so etwas eventuell auch in der Steiermark vor der Türe steht, das liegt ja auf der Hand, dass dann vielleicht die Möglichkeit besteht,
die Wähler in der Steiermark schon bei der Landtagswahl wieder zurückzuholen. Da muss aber Ruhe, Friede und Eierkuchen in der Partei herrschen, ein tolles Angebot sein, wie es in der Steiermark ist. Und da muss man da durchziehen, dann hat man noch alle Chancen in der Hand. Die steirischen Landtagswahlen werden entschieden, genauso wie die Nationalratswahlen in den letzten 2-3 Wochen vor der Wahl. Und da kann man aufgrund des ein bisschen Schockerlebnisses der Nationalratswahl vielleicht den einen oder anderen wieder zurückholen. Kommen wir abschließend noch zum HC Strache selber. Gibt viele, die jetzt mit der Rache von Strache rechnen. Glauben Sie daran? Glauben Sie, wird das jetzt ganz schmutzig werden? Nein, an das glaube ich überhaupt nicht. Ich kenne den Heinz-Christian Strache auch schon sehr, sehr lang persönlich. Wir haben auch unsere Sträuße ausgefochten, schon von der Jugendzeit her. Ist ja bekannt, die Geschichte. Aber der hat keine Rache gelüstet, das ist nicht seine Mentalität. Erstens. Zweitens ist er jetzt daran, sich auch neu aufzustellen, wie er ja selber betont, auch beruflich. Ich glaube, dass ihm das auch relativ rasch gelingen wird. Und drittens, auch das sagt er selber, gilt jetzt einmal all das, was da angefallen ist an Vorwürfen, an Ermittlungstätigkeit der Behörden, das einmal aufzuklären. Und das tut er jetzt. Und das wird seine Zeit dauern, wie wir wissen. In Österreich dauern solche Verfahren elendig lang, können Jahre dauern. Und dann wird man sehen, wenn es ihm gelingt, das alles aufzuklären. Und wenn ich jetzt mir diese ganzen Vorwürfe anschaue, wird da strafrechtlich meiner Meinung nach nicht viel überbleiben. Kann nicht viel überbleiben, weil strafrechtlich da nichts vorzuwerfen ist, zumindest von dem, was im Moment am Tisch liegt. Dann kann irgendwann einmal wieder, wenn ihm, auf gut Deutsch, wienerisch gesagt, der Hafer sticht, der politische, dann kann er vielleicht ein Comeback überlegen. Ich glaube es nur nicht, weil ich glaube, irgendwann hat jeder Mensch, und ich glaube, das ist bei ihm auch so, die Schnauze voll von der Politik. Ich hatte das auch im Jahr 2013. Die Politik ist kein Long-Term-Run, den man da hat, sondern der ist ja auch schon sehr lange jetzt dabei, der Heinz-Christian. Und ich glaube daher, dass der auf einem anderen Terrain ein Comeback feiern wird, aber nicht in der Politik. Das war ziemlich, ziemlich eindeutig, sein Abschied, und ziemlich uninterpretierbar, auch wenn manche meinen, naja, da ist ein Rockzipfel noch offen. Ich glaube das nicht, und das Wenigste, was er will, jetzt mit der vielleicht 5, 6, 7%, das würde er schon erreichen. Ja. Dafür ist ein HC Strache immer gut. Aber dass er da jetzt sozusagen das bürgerlich-rechte Lager noch einmal aufspaltet, etwas, was er immer beim Jörg Haider und beim BZÖ zu Recht heute im Nachhinein, sage ich, kritisiert hat, das ist auch schiefgegangen. Da gibt es quasi schon ein historisches Role Model, wie so eine Spaltung schief geht. Das kommt nicht. Ich glaube, da braucht keiner Sorge haben. Ich glaube, das ist erledigt. Okay. Herr Wessner, vielen Dank. Das waren sehr spannende Insider-Infos, die Sie da hatten. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück hier auf OE24 TV.